Sehen Sie zu, dass ihr die Tür aufmacht. Diese ganze Aktion, die kostet uns jede Minute sehr viel Geld. Wir müssen die Ladung löschen. Okay. Allez-vous-en, ou je me tue. Davon haben Sie mir nichts erzählt. Wo war schon mal gemacht? Unsere Leute müssen da rein. Sagen Sie ihr, dass Sie dieses Messer weglegen sollen. Gehen Sie zurück, Sie machen ihr Angst. Madame, vous allez bien? Vous êtes blessé? Qui es-tu? C'est la police? Non, je suis l'interprète. Je m'appelle Janos. Comment tu t'appelles? Ramier. Écoutez-moi. Je sais que vous voulez m'exploser, mais je connais les règles. Oui. Je comprends. Pose le couteau et sors d'ici, s'il te plaît. Non. Tu ne vas pas m'aider. Tu ne peux pas. Épuisé. Comment est-ce que tu as mangé pour la dernière fois? Écoute, on a trouvé une autre solution. Et comment? Comment tu peux m'aider? Je connais du monde. J'ai des relations. Je peux faire quelque chose pour toi. Ok? Appeler quelqu'un. Faudrait juste que tu sortes. Tu me les promets? Je peux essayer. Non, non. Promets-moi. Oui, je t'aide. Where are you? I'm from the police. Where are the others? From the police? They're gone. Where did they go? Which direction? Left? Right? This direction. Wo sind die Flüchtlinge jetzt?
Wie, das können Sie mir nicht sagen. Wer ist denn dafür zuständig? Ja, ich warte. Morgen früh schon. Super. Nein, danke. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss. Hey, bist du noch wach? Ach, Gott sei Dank. Du musst mir helfen. Ich habe ein Baby gefunden. Ich bin gleich zu Hause. Hey. Hi. Es lag nur ein Zettel in der Tasche. Wie heißt sie denn? Samira. Kannst du sie bitte mal nehmen? Das ganze Zeug her? Von den Neuen im ersten Stock. Was hast du denen gesagt? Keine Sorge, ich habe denen gesagt, dass meine Schwester zu Besuch ist mit der Kleinen. Janosch, das Milchpulver. Kannst du es bitte mal anrühren? Mach du das mal bitte, ich habe davon keine Ahnung. Das steht alles drauf. Schaffst du schon, komm. Und pass auf, dass es nicht zu heiß ist. Mit dem Finger testen. Wir sind ja noch schon nicht in den Bergen. Das ist unser erster Tag in der neuen Wohnung. Das da, das ist Janoschs Mama. Die hat auch Französisch gesprochen. Was machst du da? Lass. Ich erzähle dir ein bisschen was von uns. Wieso? Einfach so, sie ist eingeschlafen. Was machst du da jetzt? Ich recherchiere, wann der Flieger ihrer Mutter geht. Ja, das sehe ich, aber warum jetzt? Mach es doch morgen. Sebastian, es ist 2:30. Ich muss in 3 Stunden wieder aufstehen. Besser, du gewöhnst dich nicht an sie. Das ist nicht in Ordnung. Das auch nicht.
Am besten beruhigen Sie sich, wenn man sie sich so auf die Brust legt. Viel Glück. And our lungs were built to burn. My heart inside to pump, and my heart to hold up clear. But I'll be bounded by your fears, and won't you ever disappear? By your fears, and won't you